Conny von Singen ohne Angst, wo Wissen Mut macht. Und heute habe ich eine ganz tolle Frage für euch, und zwar... Hallo Fawn, erstmal, deine Videos haben mir schon sehr viele Fragen beantwortet, wo viele Fachbücher mir niemals so hätten helfen können wie du. Dankeschön. Jetzt zur Frage. Ich habe Probleme, bei den hohen Tönen locker zu bleiben. Ich habe immer so ein Spannungsgefühl im Hals, wo der Kehlkopf ist. Dadurch fehlt mir dann natürlich auch die Flexibilität. Eine Gesangslehrerin, die ich mal hatte, meinte, dass eine gewisse Spannung sein sollte. Was mache ich falsch? Wie bleibe ich locker und trotzdem Spannung halten? Deine Frage beantworte ich jetzt, aber davor möchte ich euch alle da draußen sagen, bitte, wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt mit der Stimme, dann fragt mich einfach. Fragen@singenohneangst.de müsst ihr schreiben. Ich helfe wahnsinnig gern. Das ist, was ich tue. So nicht. Okay, du hast mir gesagt, dass deine Kehlkopf fühlt sich wie voll verspannt an, wenn du hoch singst. Das ist wahrscheinlich, weil der Kehlkopfposition falsch ist. Du musst gucken, dass die Kehlkopf vielleicht ein bisschen abhaut, nicht so präsent ist hier vorne. Und auch, dass es ein bisschen nach unten ist. Ich spreche von Kopfstimme, nicht von Mittelstimme. Mittelstimme ist die Kehlkopf vorne. Es fühlt sich sehr kopfig an, die Mittelstimme, aber ich rede gerade von Kopfstimme. Die Spannung, wovon deine Gesangslehrerin gesprochen hat, ist wahrscheinlich, meinst du, dass die ganze Luft nicht einfach so rausgeht, was natürlich die Kehlkopf nach vorne drückt. Und das ist wahrscheinlich, was du spürst, wenn du die Luft so rauspresst, okay? So, ich möchte, dass du erstmal guckst, dass wenn du in die Kopfstimme singst, dass du langsam hier die Flanken fallen lässt, ja? Dass du nicht festhältst, die Flanken. Kannst du sehen hier, wie alles irgendwie halt zusammenkommt. Okay, und jetzt möchte ich, dass du auf ein U die folgende Übung machst und guckst, dass du diese Flanken fallen lässt und guckst, dass die Kehlkopf nach hinten ist, okay? Mach einfach U und guck, dass du nichts spürst in den Kehlkopf. U und fallen lässt, okay? Das Gefühl hast, dass du alles fallen lassen kannst an die oberste Ton, dann ist es zu fest und der Kehlkopf bleibt vorne. Es ist nicht laut und es ist nicht zu hauchig. Probier es erstmal bis dahin, wenn du das Gefühl hast, dass das recht locker ist, dann darfst du ein bisschen höher gehen, okay? Aber wichtig ist in die Kopfstimme, dass die Kehlkopf nach hinten ist und die Flanken fallen, okay? Viel Spaß! Brauchst du persönliches Feedback? Dann schaue auf meine Privat-Facebook-Gruppe vorbei. Es heißt Singen ohne Angst Facebook-Gruppe und der Link dazu ist hier unten in die Beschreibung. Klicke drauf, poste deine Songs und bekomme Tipps, Tricks und Feedback. Und ich schaue sogar live per Video oft vorbei und gebe alle Mitglieder dort persönliche Übungen. Ich freue mich auf dich dort. Bis dann. Mm-hmm.
Du musst kein Profi sein oder überhaupt gut klingen, um einfach Spaß am Singen zu haben. Wenn du den Traum von Singen spürst, dann tu es einfach. Niemand ist perfekt, perfekt gibt's nicht. Und deine Stimme ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Der FBI benutzt die Stimme, um Menschen zu identifizieren. So einzigartig ist das. Diese Einzigartigkeit muss gehört werden. Also singen mit Mut und ohne Angst. Bis zum nächsten Mal. That's where we'll meet, by the river, so sweet.